Hallo, und schon sind wir bei Tag 3 angelangt. Tag 3 ist vorbei. Wir haben jetzt 7:30 abends und es sind immer noch 32 Grad. Aber wir sind alle ziemlich ausgelaugt. Die Schüler haben den Schulkoller so langsam, wir Lehrer sowieso. Naja, was willst du machen? Wir haben ja heute angefangen. Ich habe euch ja erzählt, dass gestern ungefähr ein Drittel, das war so meine Schätzung, die Filme nicht mit angesehen hat, weil sie vorher raus sind. Und dann waren noch zwei Schüler mindestens krank oder drei. Auf jeden Fall waren die dann heute auch wieder da. Und das Verhältnis war dann so, dass ungefähr die Hälfte den Film gesehen hatte und die anderen nicht. Und dann sind wir wieder ein bisschen rausgegangen. Mal so ein bisschen Gruppenaustausch machen, nochmal das außerhalb des Klassenraums. Und dann habe ich so organisiert, dass immer zwei, die den Film gesehen haben, sich zwei schnappen, die den Film nicht gesehen haben, oder die Filme, wir haben ja zwei Filme uns angesehen, die Links sind in der Beschreibung des letzten Videos. Und dann sollten die erzählen, was sie so gesehen haben, worum es ging in den Filmen und so weiter. Und in einer zweiten Runde sollten sie auch ein bisschen reflektieren, wie sie die Menschen in den Filmen wahrgenommen haben. Vor allem so die Funktionäre halt natürlich, die Geschäftsführer der Mastbetriebe, wie die so auf den Agrarmessen auftreten und in Interviews dann und so weiter. Ja, das war also der Einstiegsaustausch erstmal, so dass die, die eben nicht mitgeschaut haben, dann auch ungefähr im Bilde waren über das, was sie gesehen haben. Und selbst in der Runde hat eine Person geäußert, dass sie das eigentlich nicht hören will, sondern hätte sie ja Vorstellungen und sie hätte extra die Filme nicht mitgeschaut, aber fand ich dann schon etwas übertrieben. Klar, ich habe gesagt, ich kann dich nicht zwingen, aber du solltest schon erstmal probieren, zumindest dir ein bisschen Mühe geben. Und es hat dann auch geklappt. Ja, und danach sind wir in den Klassenraum. Dann habe ich nochmal so ein bisschen abgefragt, was ich ja die Stunde davor so gelehrt hatte, mit den argumentativen Fehlschlüssen und sowas. Diese Teile sind für die 7., 8. Klässler immer ein bisschen langweilig, das war etwas zäh, aber gut, wir haben es gemacht und es ging auch einigermaßen. Und dann haben wir weitere Filme uns angesehen, dieses Mal zum Thema Milchkuhhaltung. Und da ging es, die Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung dann. Da ging es einmal um so eine Szene, wie auf einem Biohof das Kalb vom Muttertier getrennt wird und wie die dann nacheinander schreien und so weiter. Ging nur 2 Minuten 40 oder so, eine ganz kurze Sache. Und dann ging es bei den anderen ging es dann Milchkuh, Haltung, Anbindehaltung und so weiter, das Zusammenbinden der Hinterläufe. Das wusste ich auch noch nicht, dass die Hinterläufe zusammengebunden werden, weil die Kühe einen riesen Hüftschaden haben von der Milch oder von den Schwangerschaften und vielleicht auch von der Milchproduktion, wenn es Hochleistungskühe sind. Weil die dann auf diesem glatten Boden, wo sie gehalten werden, der wirklich, man muss das sagen, voll beschissen und voll gepisst ist halt. Das ist ganz glitschig und dann drohen so die Hufe auseinander zu rutschen, also die Beine, und dann werden die zusammengebunden mit Ketten oder so Lederriemen oder irgendwas, damit die nicht so weit auseinander können, damit die Kühe stehen bleiben. Es ist wirklich gestört. Ja, und um die Kälberindustrie ging es dann halt auch, ne? Um die Überproduktion oder um die Kälber als Abfallprodukt der Milchindustrie gewissermaßen, um die Kälbermast auch, um die gezielte Mangelernährung von Kälbern. Ihr wisst ja vielleicht, dass extra ein Eisenmangel erzeugt wird, dass sie eben eisenarm oder ohne Eisen gefüttert werden, damit das Kalbsfleisch möglichst hell bleibt. Wenn die sich normal ernähren würden, würde es zu dunkel sich färben, also so dunkel aussehen, wie es bei Rindern dann halt aussieht. Und das will halt der Kunde anscheinend nicht, ja. Das helle Fleisch verkauft sich besser und dann wird bewusst in die Mangelernährung dann gemästet. Und kurios ist dann, mir fällt es halt dann auf, und ich erkläre das dann den Schülern immer so ein bisschen, im Film wird dann halt doch davon gesprochen, dass
Kälber Kraftfutter bekommen und Milchaustauscher. Und ja, Kraftfutter suggeriert natürlich eigentlich ein vollwertiges Futter, ja. Naja, darum ging es dann in diesen drei Filmen insgesamt. Und dazu habe ich dann auch Arbeitsblätter mit reflektierenden Fragen ausgeteilt und die Besprechung erfolgt dann auch morgen, sonst würde sich das zu lang ziehen. Dann sind wir wieder einkaufen gegangen heute. Heute gab es Burger. Ich habe extra vorher abgefragt, wer möchte einen ganzen Burger essen, wer möchte lieber erstmal probieren oder nur probieren und sich vielleicht einen teilen, weil ich keine Lust hatte. Wir waren 18 Leute heute, 18 Burger zu kaufen und 10 wegzuschmeißen. Ja, dann haben wir 14 gekauft und zubereitet. Und die wurden auch wirklich alle aufgegessen. Also ich kaufe da gerne. Also meine Lieblingsmarke ist, obwohl sich da einiges geändert hat jetzt preislich, habe ich festgestellt, ist Garden Gourmet, diese Burger Patties. Und das waren auch bisher immer so die günstigsten. Und dann gibt es halt noch diese neuen Beyond oder Incredible Burger oder wie die Marken heißen und so weiter. Da haben wir auch eine Packung gekauft, weil es einer mal probieren wollte. Ja, und ich dachte, diese wären wesentlich teurer als Garden Gourmet. Und ich bin sicher, dass das auch mal so war. Aber jetzt sind die nur noch ganz wenig teurer. 30, 40 Cent oder so. Der Preisunterschied ist viel geringer geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Krise zu tun hat oder ob die einfach das Marketing umstellen, die Preise anpassen. Naja, also mein, ja, dann, also mir schmecken beide eigentlich. Ich finde diese Incredible Burger, die probieren ja wirklich auch im Rohzustand so die Fleischkonsistenz zu imitieren. Die sind dann ziemlich soft und so ein bisschen rötlich gefärbt mit rote Betesaft oder irgendwas. Und sie riechen auch ein bisschen aufdringlich. Ich finde die eigentlich im Rohzustand fast ein bisschen abstoßend, aber zubereitet, ja, die schmecken schon. Finde ich schon gut. Ich habe gar keinen gegessen heute. Ich habe die ganze Zeit hier nur gerödelt und mit Schülern, andere Schüler versorgt. Und auf jeden Fall, am Ende waren die Platten leer geputzt. Nichts blieb übrig. Das hat mich gefreut. Und von den Burgern waren sie wirklich begeistert heute. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen nach dem offiziellen Schultag heute, dass es einfach, also diese Wanderung nach der Schule, wandern wir halt immer in einen Supermarkt, kaufen dort ein und dann wandern wir zu mir. Und jedes Mal mit so 18 Schülern in den Supermarkt an der Kasse, die erstmal durchschleusen und diese Wanderung dahin und die Schüler beschweren sich dann und können wir nicht einen Bus nehmen und so weiter. Also das ist nicht so weit. Wir legen vielleicht dann an einem Tag, lass es 2 Kilometer sein, die wir da zu Fuß unterwegs sind oder 2,5. Aber es zieht sich halt doch. Wer mit Schülern schon mal unterwegs war, weiß, wie das ist. Und dann dachte ich heute, morgen wollen wir richtig ein bisschen was Aufwendigeres kochen. Spaghetti Bolognese, vegan. Das Rezept werde ich euch dann morgen auch hier rein posten. Und dann wollte ich mir jetzt für die restlichen 2 Tage diese beschwerlichen Wege und diesen Stress des Einkaufs sparen und bin dann selbst noch einkaufen gegangen, habe in einer schnellen Aktion, mehr oder weniger schnell, weil ich in mehrere Geschäfte musste, weil ich nicht alle Zutaten gekriegt habe. Alles ausverkauft, gerade von diesen Naturjoghurts, aus denen ich dann Dönersoße mache. Und habe also alles eingekauft, was wir für den Rest der Woche brauchen. Morgen ist dann Spaghetti Bolognese dran und übermorgen machen wir noch Wöhner, veganen Döner. Und dann war es das mit der Projektwoche und so erhoffe ich mir doch, dass morgen alles ein bisschen entspannter ist. Denn in der Früh morgens gibt es schon einiges zu besprechen. Den letzten Tag rekapitulieren, neue Filme gucken, ein bisschen darüber sprechen und so weiter. Das zieht sich schon. Dann macht man mal ein Päuschen zwischendurch und dann merke ich immer, dass ein gewisser Zeitdruck entsteht, wenn man dann auch noch einkaufen muss. Und das ist morgen dann weg. Können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen, können gemütlich direkt von der Schule zu mir spazieren oder wandern. Und haben dann gut Zeit übrig, um ein bisschen ausgiebiger zu kochen. Okay, das war unser dritter Tag. Kürzeres Video. Die Videos werden jetzt auch kürzer. Morgen wird es auch kürzer. Gestern war halt sehr viel zu verarbeiten und zu berichten und auch mal an theoretischen Grundlagen zu vermitteln. Gut, insgesamt wieder
gute Rückmeldungen, insofern die Gruppen miteinander agieren. Ich habe, oder die Gruppe, oder Grüppchen in der Gruppe, ich habe jetzt, um die Sitzsituation zu verbessern, habe ich gestern so eine Biertischgarnitur besorgt. Die haben sie heute miteinander aufgebaut. Das sind auch verbindende Aktionen. Habe ich so Rückmeldungen bekommen, dass man sich näher kennenlernt. Und das war insgesamt schon eine erfolgreiche Sache heute. Und den Leuten hat es geschmeckt. Was will man mehr? Okay, dann war es das für heute, für den Tag 3. Dann bis morgen. Nach dem morgigen Tag folgt das nächste Video. Bis dann, tschüss. Und ich freue mich natürlich auf und über eure Rückmeldungen. Und vielen Dank auch für die unter dem letzten Video. Ich freue mich insgesamt, dass das Projekt, obwohl es wenige Views hat, aber doch recht positiv angenommen wird. Ich denke, das wird ja dann einfach online bleiben und wer weiß, was sich mit der Zeit noch daraus entwickelt, wer darauf aufmerksam wird und was damit anfangen kann. Gut, das war es jetzt aber wirklich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.